Die Villa. Es sah so aus, als würden Marys Schönheit und Edgars Reichtum perfekt zusammenpassen. Ich wette, er hält um ihre Hand an. Sie ist gezwungen, ja zu sagen. Sie hat nichts weiter als ihren Schmuck. Und die Villa ist nur gemietet. Warum haben Sie seinen Antrag nicht angenommen? Um zu heiraten, muss man nicht unbedingt verliebt sein. Heißt das, Sie haben Ihren Mann nicht geliebt? Großer Gott, nein. Wenn es langweilig wird, nehmen Sie sich einen Liebhaber. Ich glaube, Sie sind die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Als ich ein junges Mädchen war, haben mir solche Worte den Kopf verdreht. Jetzt bin ich erwachsen. Da ist das Thema weniger aufregend für mich. Er ist ein ganz entzückender Amerikaner. Und er ist reich und verheiratet. Er wird Sie nach Hause bringen. Ich finde, Sie sollten Swift nicht heiraten. Warten Sie auf einen Mann, der Sie wirklich glücklich macht. So etwas kommt vor, manchmal unvermutet. Mary, man hat im Wald die Leiche eines Mannes gefunden. Das ist noch nicht alles. Wir haben ihn gekannt. Hat denn sie letzte Nacht besucht, Signora? Er hat in dem kleinen Haus gewohnt, ganz in der Nähe von Mary. Einfach ins Herz geschossen. Denken Sie, ich was? Ich weiß es nicht. Wir müssen die Polizei rufen. Aber nein, das geht nicht. Also, was verheimlichen Sie mir? Wir holen dich da raus. Bleib ganz ruhig. Sonst ist alles vorbei. Oktoberfilms präsentiert voller Stolz die für den Oscar nominierte Christine Scott Thomas, den für den Oscar nominierten Sean Penn, James Fox, Jeremy Davis, Derek Jacobi, Massimo Ghini, Oscar-Preisträgerin Anne Bancroft. Vom Regisseur von Engel und Insekten. Entscheidungen müssen wir alle treffen. Ihre war die falsche. Verlass mich nicht. Bitte bleib bei mir. Mr. Flint sagt, Sie hätten ihm das hier gegeben. So werden hier in Italien Geschäfte getätigt. Ich verlasse das Büro nicht ohne Mr. Flint. Dass es für immer ist, kann ich nicht versprechen. Wer kann das schon? Die Villa.